Ja, moin Leute, der Joker wieder hier und ja, weiter geht's mit einer Runde Metro Last Light Redux. Ja, wir setzen einfach mal das Spiel fort. Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Pavel, unser Held, wird mir den Weg zeigen. Ich ergebe mich, hörst du? Das ist doch bestimmt eine Falle, oder? Der hat doch Wurfmesser. Ich gebe auf! Sollen die Obermotze es doch auskämpfen? Mir reicht's! Das glaube ich nicht. Also wir waren ja letztes Mal hier schon und so. Oh, wir haben jetzt ganz schöne Grafikfehler hier. Ich glaube, das ist nicht wahr. Der hat doch da ein Wurfmesser in seiner Hand. Macht er was, wenn ich hier bin? Der sieht aus wie dieser eine Schauspieler. Mir fällt gerade nicht ein, wie der heißt. Mir fällt auch gerade nicht ein, in welchem Spiel er mitgespielt hat, ehrlich gesagt. Mist, keine Ahnung. Der hat doch hier so Wurfmesser. Ich würde sagen, wir machen trotzdem mal den hier. So. Dass ihr mal Bescheid wisst, wie das hier läuft und so. Ih, alles voll Blut. Was ist das hier? Schöne Spule. Okay. Munition bekommen. Und hier drüben geht's weiter. Ich frage mich, warum das hier heute so war. Das letztes Mal auch schon so mit den Grafikfehlern? Ja, die sind immer noch da. Keine Ahnung, warum das halt hier so ist. Wir machen erstmal das Licht aus. Vielleicht, weil ich hinten im Hintergrund noch was runterlade. Aber das dürfte eigentlich nicht die Grafik hier beeinflussen, ehrlich gesagt. Oh. Oh, wir haben wenig Munition, okay. Ich habe lieber ein bisschen Dunkelheit hier. Was ist denn hier gerade rumgeflogen? Hier war gerade ein Schatten. Nun gut. Hier gibt es nichts weiter anscheinend. Also. Komme ich da nicht. Warte, wie war das? T? F? F. Oh, ja, gut. Da geht es natürlich nicht rein, alles klar. Da auch nicht. Wo genau geht es denn hier weiter? Gibt es hier noch irgendwas? Was ist das hier? Ist ja lustig, wie das Ding weggeflogen ist da. Alles klar. Ja. Ja. Ah, okay. Ich weiß, wo wir lang müssen. So, gibt's hier noch was? Haben wir hier noch was übersehen? Ich hoffe nicht. Komme ich hier rein? Ne, komme ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich hier weiter. Mach mal das Licht aus, weil hier wird wieder hell. Beziehungsweise ich muss das eh im Nachhinein... Ach so, damit ich das nicht nachhellen muss, könnte ich gleich mal versuchen, weil ich habe die letzten Parts ein bisschen nachgehellt. Also aufgehellt, vielleicht sieht man das ja. Kann ich hier gerade nicht einstellen, oder? Kann das sein? Obwohl, Spieloption? Ich könnte das Gamma ein bisschen höher stellen, ja. Nehmen wir es mal so hier. Oh Gott, ist das blass. Alter Schwede. Warte mal, ich will noch mal kurz gucken. Weil nicht, dass das zu hell ist. Hatten wir das vorher so gehabt und das ist so ein Unterschied, ja? Zeig mal her. Ja, in der Tat. Ich glaube, dann mache ich das lieber mal eins höher und gucke mal, wie das diesmal aussieht dann bei YouTube. Und nach dem Rendern nehmen wir das mal so hier. Weil komplett dieses ganze Menü ist jetzt schon hier übel blass und so. Na gut, wir spielen mal so weiter. Schauen wir mal. Hau ab. Boah, ich höre das Krabbeln überall auf den Ohren hier. Sehr widerlich. Oh. Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. So sieht's aus, so was macht man nämlich auch nicht. Und wir als guter Artyom
gehen doch da direkt mal gucken, was da für unseren guten Kollegen Pavel da so alles machen können. Also irgendwie sieht die Grafik halt komisch aus. Oh, wer ist das denn? Artyom! Scheiße! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0, nichts nach Hause. Diese wunderschönen blauen Augen. Die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Oh oh. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Aber es ist interessant, dass selbst die Nazis hier unten, sage ich mal, russischen Akzent haben. Das ist lustig auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir weiter. Hier kann man, ich konnte auch sonst immer, ne, mit M kann ich diesmal nicht, leider das Feuerzeug, nehmen. Deine Mutter eine Note. Deine Mutter ist eine Nutte. Ah, okay. Oh, okay. So, werden wir es mal nachladen hier, den Spaß. Was haben wir denn hier sonst noch? Die haben wir noch und die haben wir noch. Okay. Okay. Nun gut. Also blaues Licht bedeutet ja sowieso, wir können gesehen werden da unten. Ach, hier kann man auch noch reingucken. Ne, kann man nicht, weil wir nichts haben zum Reingucken. Kein Schlüssel oder die gehen allgemein nicht auf. Alles klar. Nun gut. Dann gehen wir noch mal gucken bei den Freaks. Aus. Oh. Meine Mutter ist eine Nutte. Na also, geht doch. Ja, das sind mir zu viele, ehrlich gesagt. Sag ihr doch Bescheid, dass ich sie besuchen komme. Und sei vorsichtig, was du über meine Kinder sagst, du Miststück. Sonst werden deine Brüder und Schwestern die Nächsten sein. Ha, 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 ha. Na, warte, ich komme gleich. Dann können wir ein bisschen... Weiß ich, dass du verrückt bist. Wenn du hier bist, passt niemand auf dein Lager auf. Na und? Ich habe den einzigen Schlüssel. Du könntest mir wenigstens sagen, was da drin ist. Hm... Wie gehe ich denn jetzt ehrlich gesagt am besten vor? Ich weiß es gar nicht genau. Wie konnte ich denn... Moment, Moment. Ganz kurz. Wie konnte ich denn, bevor ich jetzt einen Fehler mache hier, die Wurfmesser werfen? Wie jetzt? Das war's? Mit... Y? Sekundärwaffe? Ich glaube, mit Y war das. Wie jetzt? Scheiße, die gehen mir langsam auf die Nerven. Sprichst du mit ihnen? Lol, das hat der andere nicht mitgekriegt? Na, das passt ja. Oh. Wie? Oh, die haben es doch mitgekriegt. LOL, wieso treffe ich ihn denn nicht? Oh, jetzt haben sie es wohl mitbekommen. Wie mir scheint. Der Kommunist. Macht euch alle platt, hallo. Wieso treffe ich den denn nicht? LOL, zwei Schuss noch. Oh, lauf, lauf doch. Alter Schwede. Oh, mit dem Ding ins Gesicht ist vielleicht gar nicht so praktisch, mein Freund, wa? Oder was sagst du dazu? Glaube ich nicht. Das Ding ist schon ziemlich lustig auf jeden Fall. Komm ich bis da hinten? Mist, die ist nicht One-Shot. Ist der jetzt wenigstens... Der ist immer noch nicht hin! Na, warte mal, wir gehen mal kurz hier hinten rum. Dann sind wir ein bisschen näher dran an der ganzen Sache. Bam, Junge!
Das hat schon so ein bisschen gespritzt. Die Verluste häufen sich. Wieso komme ich hier nicht rein? Okay, das ist natürlich klasse. Ein! Du bist ja lustig. Oh, Mist. Nimm ihn unter Beschuss! Jetzt bist du erledigt. Komm. Echt? Gut, na los, komm her, den einen kriegen wir noch so. Dafür lassen wir sie bezahlen. So. Scheiße, ich bin getroffen. Wie, du quatschst noch, obwohl du tot bist? Das ist interessant auf jeden Fall. So, wie dann? Ach, die brauchen wir gar nicht nachladen, okay. Hier können wir mal nachladen. Und, ja. Was haben wir denn hier so Schönes jetzt? Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, nehme ich mal an. Können uns hier mal ein bisschen umsehen. Ja, nochmal. Nochmal. Ah, die Munition. Brauchen wir für unsere schicke... Was auch immer das hier ist eigentlich. Ach, mit der haben wir sogar einige Schuss noch übrig. Das ist natürlich praktisch. Finde ich gut. Was haben wir hier? Ach du großer Gott. Ich dachte, ich hätte da hinten jemanden gesehen. So. Was gibt's denn hier sonst noch? Ach, das war der Ofen hier unten. Alter Schwede. Ich dachte gerade, was ist denn hier los? Okay, hier wird erstmal ordentlich was gebrutzelt. Was haben wir denn hier noch? Ja, Schrotflintenmuni können wir immer benutzen. Achso, das ist. Was ist denn das für eine? Hallo? Ach, der ist schon wieder hier. Wie sieht denn. Ist die Frage, ist die jetzt besser? Lass mal tauschen. Ja gut, ich würde die erstmal behalten hier. Keine Ahnung, ob die jetzt besser ist oder nicht. Ich habe zumindest diesen Aufsatz da hinten dran. Die kann ich nicht zufällig mitnehmen. Oder das Bajonett zumindest. Nein, nichts zu holen bei der ganzen Sache hier. So, was haben wir hier? Okay. Da haben wir erstmal ein bisschen Mund mitgenommen. Und gibt es denn hier sonst noch was? Kann ich eigentlich... Ah, in der Tat. Das ist ja cool. Ha. Jawohl. Boah, eigentlich müsste man da... Wenn man jetzt noch so einen Stromschlag kriegen würde, dann wäre das schon ziemlich lustig. Nette Behausung hier auf jeden Fall. Von wegen den Betten und so. Na gut, aber ich würde sagen, wir gehen dann kurz weiter hier. Schauen wir mal, was hier noch sonst noch so kommt. Wo? Oh. Ne, die sieht genauso aus wie unsere. Ehrlich gesagt. Dann braucht man die nicht mitnehmen. Hier ist abgeschlossen, von da sind wir sowieso gekommen. Und dann gehen wir jetzt mal zu, Vychorda. Ne, Vychord. Was auch immer Vychord ist, ich weiß es leider nicht. Tut mir leid, ich hatte Russisch, ich kann es lesen, wie gesagt, aber ich kann es leider nicht verstehen, was da steht. Das ist ärgerlich. So, da können wir lang, aber wo kommen wir denn hier hinten noch hin, überall? Das würde mich mal interessieren. Ah, aufs Scheißhaus, alles klar. Rauchen übrigens verboten hier. Und, wie sieht es hier oben nochmal aus? Gibt es hier oben noch was? Interessantes. Da hinten vielleicht. Gibt es hier was? Na klasse, das hätte man mir ja mal eher sagen können. Okay, merken wir uns für nächstes Mal, dass sowas geht. So, da... Ach, da geht's gar nicht raus, bloß eine Lampe. Ich dachte, da kann man rausgucken. Gut, also merke nächstes Mal hier hoch. Und dann geht der Schaltkasten kaputt, wenn wir hier ausmachen. Gut, alles klar. So, tut mir leid, wenn das hier ein bisschen schnell ist jetzt mit der Maus. Also die Kamera quasi, dass das so verwirrt oder so. Aber es ist halt immer der Nachteil, wenn man Let's Play beim, am PC macht, dass man sowieso sich immer sehr schnell bewegt. Das ist angenehmer für den Zuschauer bei der Konsole, das ist mir bewusst auf jeden Fall. Wer ist da? Mich schieße, Mann! Nimm alles, aber töte mich nicht! Bitte! Was hast du denn? Bring mich nicht um! Mit Scope drauf. Aus den eigenen Reihen. Ah. Mistkerle! Gott, wie ich dieses Leben hasse! Die Menschen sind schlimmer als Bestien! Lol. Ich weiß gar nichts. Lass mich und ich sage Ihnen nichts. Ich hasse diese Reinblütigen.
Zack, nimm dir alles, aber lass mich in Frieden, bitte. Naja, halt die Klappe, sonst knall ich dich weg hier. Verdammt. Er sieht aus, als könnte er jemanden nur so aus Spaß töten. Klappe. So. Mein Gott. So, da muss ich hoch, ja? So eine Vollidioten. Yeah, yeah. Diese Waffe wird uns verfickt viel helfen, wenn die Roten kommen, um deinen Arsch zu holen. Wo sind denn die? Komm ich hier rein? Okay. Oh! Kann ich nichts mitnehmen? Ich behalte erstmal die coole Kanone von dem Kunde hier. Die sieht nämlich ganz nice aus. Die hat sogar einen Schalldämpfer vorne drauf. Und halt so eine Scope hier, so ein Nachtsichtvisier, würde ich sagen, ist das. Aber das ruckelt und leckt halt so ein bisschen irgendwie. Was ist denn hier los? Oder nehme ich wieder irgendwie auf die falsche... Irgendwo irgendwie falsch auf oder so. Das kann durchaus möglich sein. Naja gut. Achso, ich dachte, ich habe mich gerade erschrocken hier. Ich dachte, da wäre noch jemand. Komme ich hier nicht durch? Doch, komme ich. Aber hier ist nichts mehr. Gut. Dann gehen wir wohl mal weiter. Wie... Ach, da ist wieder dieser Schaltkasten zum Ausmachen. Kann ich denn... Sieht der mich? Mist, der sieht mich bestimmt, oder? Obwohl, ich habe doch meine Lampe unten. Meine blaue Lampe da. Da ist ja noch einer hinten. Ich nehme eine andere Waffe. Die hier. Okay, okay, das hat geklappt. Ja, hier komme ich nicht rein. Aber was ich versuchen möchte, ist das hier. Kann ich hier nicht durchschießen? LOL! Wo kommst denn du her? Wieso ist denn der nicht... Boah, das ist ja... Alter! Hallo! Was ist denn hier los heute? Wieso habe ich denn hier gerade bloß stellenweise 12 Frames? Irgendwas haut ihr gerade nicht hin. Muss ich sagen. Moment. Ich mach mal nochmal kurz hier. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Boah, Alter, wieso leckt denn das gerade so? Okay. Hä, aber das... Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ach, jetzt macht er wieder an. Ist das ein Vollidiot? Moment. Ich würde sagen, Leute, ich mache erstmal kurz Pause. Ich behebe die ganze Sache und wir sehen uns im nächsten Part wieder, weil das ist irgendwie gerade nicht so toll und die Zeit ist doch sowieso gerade schon wieder vorbei. Also darum würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part und ich versuche das mal zu beheben hier gerade und ja, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal und ja, ciao, ciao erstmal.